genutzt, um sich auszutauschen über, wann wechseln wir uns ab? Welches Wort fällt mir gerade nicht ein? Ich schreibe dir ein paar Zahlen auf und so weiter. Also auch da sollte man, selbst wenn man etwas Nettes hineinschreiben möchte, wie hey, das war aber gerade ganz toll, da freuen sich natürlich die Dolmetscher, aber es stört im Dolmetschprozess dann trotzdem. Deshalb gerne auch damit bitte zurückhalten. Die Größe der Präsentation, im Moment sieht man ja auf dem Bildschirm, wenn man die Präsentation aktiviert hat, eine Anfangsfolie, grundsätzlich zur Freitagskonferenz, die kann man anpassen im Vergleich zum Videobild, indem man einfach mit der Maus zwischen Videobild und Präsentation geht und dann die Größe so einstellt, wie man sie gerne hätte. Man kann auch die Präsentation ganz minimieren über das kleine blaue Minus, das rechts oben in der Präsentation erscheint. Nicht irritiert sein, dann ist sie erstmal weg und man weiß nicht so genau, wie man sie wiederbekommt. Man bekommt sie aber wieder, wenn man will, denn in dem Moment, wo ich das Bild der Präsentation minimiert habe, erscheint rechts unten ein kleiner blauer Kreis und wenn ich auf den klicke, dann habe ich die Präsentation wieder. Was habe ich noch? Wie immer der Hinweis, dass wir auch heute wieder live streamen. Das heißt, alle, die an dieser Konferenz teilnehmen, erklären sich damit einverstanden, dass wir das dürfen. Die Teilnehmerliste erscheint dort nicht. Es muss also niemand Bedenken haben, dass der eigene Name dort erscheint. Wir haben heute noch eine Besonderheit, dass nämlich nach dem Präsentationsteil der Livestream abgeschaltet wird, sodass die Fragen in einem etwas geschützteren Raum auch gerne von den Studierenden gestellt werden können und das dann nicht gespeichert oder direkt in die Welt gepustet wird, virtuell gesehen. Ich habe wie immer ein wunderbares Technikteam, was uns unterstützt. Und die sind auch gerne bei technischen Schwierigkeiten bereit, soweit sie können, aus der Ferne zu unterstützen. Ich würde darum bitten, dass man sie anschreibt über die Kanäle Kurultai, Attila Kurultai oder Sarah Leubner, nicht über den Kanal Medientechnik. Das sollte in der Teilnehmerliste gleich ganz oben erscheinen, Kurultai und Leubner. Denn ich habe sie zu Moderatoren gemacht, damit man sie einfacher finden kann. Schlussendlich bleiben mir noch zwei Dinge. Das eine für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal bei der Konferenz dabei sind, nicht irritiert sein, wenn nach der oder während der Vorstellung, die Frau Beuer gleich uns präsentieren wird, keine Verdolmetschung in den Kabinen erfolgt. Denn das bekommen wir gleich konsekutiv von einer unserer Studentinnen oder einem Studenten. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber von einem Konsekutiv-Dolmetscher dürfen wir das dann gleich live genießen und müssen uns entsprechend dann ein wenig gedulden und freuen uns dann auf die Verdolmetschung. Genauso läuft das dann auch bei fremdsprachigen Beiträgen in der Diskussion oder Fragen oder Anmerkungen. Auch dort steht im Zweifelsfall ein Konsekutiv-Dolmetscher bereit, um das dann zu übertragen. Nicht irritiert sein, bitte, wenn man in eine Kabine geht, und die ist vielleicht nicht besetzt. Das passiert durchaus mal bei den kleineren Sprachen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der beste Link nichts bringt, wenn dahinter keine Menschen sitzen. Und es ist eine Konferenz, bei der wir darauf angewiesen sind, dass wir Studierende im dritten, vierten Semester haben. Das heißt, ab einer bestimmten Kompetenzstufe, die die entsprechende Sprache als A- oder B-Sprache haben. Und derer gibt es in einigen Sprachen nicht unbegrenzt viele. Denn wir brauchen ja im Idealfall auch noch gleich zwei. Also eine alleine, der diese Konferenz 1,5 Stunden lang dolmetscht. Es hat einige Studien gegeben, die gezeigt haben, nach 45 Minuten ist der Mehrwert bei den Verdolmetschungen bei einem einzelnen Dolmetscher für den Kunden sehr begrenzt. Das würde ich dann hier vielleicht auch durchaus unterschreiben. Insofern kann es vorkommen, dass einzelne Kabinen nicht durchgehend besetzt sind. Dann einfach in eine andere Kabine klicken. Die größeren Sprachen haben eigentlich immer eine Kabine im Angebot, wo man sich reinklinken kann.
Das bringt mich zu meinem allerletzten Punkt, dem Hinweis, der mir persönlich immer ganz wichtig ist. Es ist eine Übungskonferenz für unsere Studierenden. Das bedeutet, wenn sie in die Kabinen hineinhören, dann erfreuen sie sich an der wunderbaren Leistung, die unsere Studierenden dort bringen, und behalten sie bei der Beurteilung oder bei eventuellen Einordnungen im Hinterkopf, dass es Studierende sind, die diese Konferenz als Lernplattform nutzen. Deswegen werden die Verdolmetschungen auch nicht mitgestreamt, damit die Studierenden in einem halbwegs geschützten Raum üben können. Normalerweise können wir das besser gewährleisten, wenn wir über unsere Konferenztechnik am Fachbereich gehen können. Offensichtlich ist das in diesem Semester etwas schwierig, im letzten Semester auch. Aber so schaffen wir es zumindest, dass sie einigermaßen geschützt üben können. Deshalb die große Bitte, aus den Kabinen nichts mit rauszunehmen, nichts aufzunehmen, nichts zu streamen, nichts zu posten oder ähnliches, sondern auch da einfach das Format dieser Übungskonferenz zu respektieren. So, damit bin ich am Ende meiner 10 Gebote, und darf jetzt zu viel interessanteren Dingen übergehen, nämlich das Wort übergeben an Andrea Beuer. Sie wird unsere Gäste vorstellen und ich freue mich danach auf eine sehr, sehr interessante Konferenz mit Christoph Körner und Karin Walker. So, everybody, I will be introducing our guests in English today. It is a great pleasure to be able to welcome two very special guests for Virtual Friday Conference this morning. Karin Walker, freelance conference interpreter for both the private and institutional sectors based in Bonn, and Christoph Körner, event manager representing PCS and joining directly from the professional hub in Berlin this morning. I would like to begin by introducing Karin first. Karin graduated from Harriet Watt University in Edinburgh with a postgraduate degree in conference interpretation and in translation in 1999. After her training, she started working for a large company as an in-house interpreter and project manager. In 2002, she gave up her attempt to become a freelance conference interpreter full-time. She has 2 A languages, both German and English, very close ties to both the UK and Germany, where she lives. Since 2010, Karin has been working as a freelance interpreter for SCIC, the interpreting services of the European Commission, and so provides interpreting services to the European Patent Office in Munich. In addition to this, has a great deal of experience as an interpreter trainer as well. She taught at the University of Applied Sciences of Cologne from 2008 to 2017. And then in 2013, she joined the teams at the ZHAW Winterthur, the university in Zurich, Switzerland, where she now teaches interpreting from German in English. In early 2020, at the outset of the pandemic, Karin and 7 other freelance conference interpreters embarked on a new adventure together and founded a professional network of consultant interpreters in Germany, the Konferenzdolmetscher Deutschland. And since all of this still does not seem to keep Karin busy enough, she is also extremely active in both professional associations for conference interpreters, the VKD and AIC. She served on the board of the VKD or VKD for several years in different offices, among others also as the association's chairwoman for a term, before setting up a new task force within the VKD for RSI, for remote interpreting, which is our topic today. This group was founded about 3 or 4 years ago, I don't remember exactly, and we focus on investigating and observing current developments in the field of remote simultaneous interpreting in Germany on the freelance market. In 2020, Karin was then also elected as one of 2 technical officers for AIC, also focusing on RSI and other technical developments for conference interpreting. So
As you can tell by this brief introduction, she will be speaking to us as an expert on many different fields today, and I certainly hope that all students will take advantage of this opportunity to ask her as many questions as possible after her presentation. I know that she's very much looking forward to taking your questions later and to discussing all these aspects with you. Now, I would like to ultimately welcome Christoph Körner to our meeting. He's, as I said, calling in from the hub in Berlin. We are very grateful to him, to his company PCS, and to the company's founder, Jörg Peschka, for taking time out of their busy schedules to be here today and to showing us their virtual, or rather giving us a virtual tour of the conference hub that PCS has in Berlin. PCS has several different hubs spread out across Germany, but I'm sure Christoph's going to say more about that in a bit. Christoph Körner graduated from university with a bachelor's degree in audio production and then later joined PCS as an event manager. He has a great deal of experience when it comes to planning and organizing large conferences with conference interpreters, usually for several languages. And of course, he has this experience both for face-to-face meetings and now more frequently for hybrid or virtual hub settings. I know that Christoph has also prepared a few slides to introduce PCS as a company to us later, which is why I won't go into further detail on this at this point. As we all know, of course, 2020 was a very strange and challenging year for us, all of us, the students, the trainers, conference interpreters, and also companies such as PCS. They've had to adapt at the speed of light to the new reality by the COVID-19 pandemic. And we are very glad as conference interpreters that companies such as PCS have managed to do so successfully, which allows us to continue working in a reliable and stable technical environment with high quality interpreting equipment. But I think at this point enough has been said, and we can now look forward to the consecutive interpretation provided from English to German by Alexander Gorbachev. And right after that, I and we all love hearing and seeing what Karin and Christoph have come to show and share with us today. Thank you very much and enjoy the presentation. Gut. So. Guten Tag allerseits. Ich werde die Vorstellung auf Englisch halten. Es ist für mich eine große Freude, zwei solche Gäste bei uns heute in unserer virtuellen Freitagskonferenz begrüßen zu dürfen. Einmal haben wir Karin Walker, freie Dolmetscherin, die in Bonn sowohl im privaten als auch im institutionellen Sektor arbeitet. Und Christoph Körner, Event Manager, der heute die Firma PCS vorstellt. Karin Walker macht ihren Abschluss in der Harriet Watt University in Edinburgh im Jahre 1999 und arbeitete danach als Dolmetscherin für eine große Firma. Nach einiger Zeit gab sie diese Arbeit jedoch auf und begab sich auf den freien Dolmetschmarkt. Sie spricht zwei Sprachen, also arbeitet bilingual mit Deutsch und Englisch und hat eine nahe persönliche Verbindung sowohl zum Vereinigten Königreich als auch zu Deutschland, wo sie momentan lebt. Seit dem Jahr 2010 arbeitet sie für die Europäische Kommission in Bonn und zudem auch für das Europäische Patentamt in München. Sie ist auch damit vertraut, andere zum Dolmetschen auszubilden. Sie unterrichtete seit 2008 bis 2017 in Köln und unterrichtet seit dem Jahr 2013 am Institut für Übersetzen und Dolmetschen in Winterthur in Zürich in der Schweiz. Dort unterrichtet sie das Dolmetschen vom Deutschen ins Englische. Das Jahr 2020 hat für uns alle mit sehr vielen Veränderungen zu tun gehabt. Deswegen haben wir Karin Walker auch eingeladen, damit sie mit uns über Remote Simultaneous Interpreting spricht. Sie ist sehr aktiv im VKD und AIC. Im AIC bekleidete sie unterschiedliche Ämter und gründete sogar eine neue Einsatzgruppe gerade zum Remote Simultaneous Interpreting.
Vor und die 3 Jahren ist das passiert, glaube ich. Da ging es vor allem darum zu sehen, welche Entwicklungen es zum Ferndolmetschen momentan im Arbeitsmarkt gibt. Im Jahr 2020 wurde sie auch von einem von zwei Technikexperten für den AIC gewählt, die sich ebenfalls vor allem mit Remote Simultaneous Interpreting und anderen Formen des Konferenzdolmetschens beschäftigen. Wie bereits aus dieser Vorstellung klar sein sollte, haben wir hier eine Expertin in unterschiedlichsten Feldern, die nun die Möglichkeit bietet, Fragen an Sie zu stellen. Ich bitte alle hier anwesenden Studierenden, die Möglichkeit auch zu nutzen. Karen Walker freut sich auf jeden Fall auf die Fragen, die auf Sie zukommen werden. Nun komme ich zu Christoph Körner. Er ist heute bei uns aus dem Hub in Berlin. Und ich möchte jetzt schon mal ein großes Dankeschön an PCS und den Gründer von PCS, Jörg Peschka, aussprechen. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die kleine virtuelle Tour des Konferenzhubs, die uns heute gegeben wird. Es gibt unterschiedlichste Konferenzhubs von PCS in Gesamtdeutschland, aber ich glaube, dazu wird auch Christoph Körner noch einige Worte sagen. Christoph machte seinen Universitätsabschluss im Bereich der Audiotechnik. Er hatte dort einen Bachelor und arbeitete danach bei PCS als Event Manager. Er hat viel Erfahrung in der Organisation von Konferenzen und das sowohl und also auch in der Zusammenarbeit mit Dolmetschern und das sowohl von Angesicht zu Angesicht im sogenannten realen Leben wie auch in hybriden und virtuellen Formen. Ich werde jetzt aber PCS nicht weiter eingehend vorstellen, weil ich glaube, dass Christoph Körner selbst noch einige Folien dazu vorbereitet hat. So, natürlich war das Jahr 2020 für uns alle, wie wir alle wissen, ein seltsames Jahr, in dem einige Herausforderungen auf uns zukamen, auf die wir uns sehr schnell einstellen mussten. Gott sei Dank gibt es solche Firmen wie PCS, die sich mit brachialer Geschwindigkeit an die neuen Umstände anpassen konnten und uns somit die Möglichkeit gaben, weiterhin mit gutem Equipment in hochqualitativen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Nun sei erstmal genug gesagt. Wir freuen uns auf die englische Verdolmetschung durch Alexander Gorbatschow und danach sehen wir uns gespannt an, was Karen und Christoph uns zeigen wollen. Ja. Dankeschön auch für die tolle Verdolmetschung. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Studierende in Germersheim. Vielen Dank für die Einladung in die Freitagskonferenz. Die war mir als Lehrende natürlich ein Begriff und deswegen war ich sehr positiv überrascht, als Andrea mir die Einladung ausgesprochen hat. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, weil wir beide in besagter Arbeitsgruppe des VKD sind. Danke auch für Ihr Interesse an dem Thema. Obwohl ich davon ausgehe, dass in manchen Fällen die Teilnahme nicht ganz freiwillig ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass es für Sie als Dolmetschende und Zuhörende dann auch interessant ist, was ich zu erzählen habe über das Thema. Ich muss einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Ich bin zwar, wie Sie gerade gehört haben, Mitglied in beiden Berufsverbänden, sowohl in der AG RSI des VKD als auch Technikreferentin bei der AIC Deutschland, aber ich spreche hier nicht in offizieller Funktion. Ich habe auch den Vortrag nicht abgestimmt mit den Verbänden. Insofern ist alles, was Sie heute von mir dazu hören, spiegelt meine eigene Meinung wider, die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, beziehungsweise aus Gesprächen mit Kolleginnen. Aber ich vermute, dass das, was Sie hören, nicht so weit weg ist von dem, was die Verbände vielleicht offiziell dazu zu sagen hätten. Gut, dann steigen wir ein in das Thema. Wie eben gesagt wurde, 2020 war ein sehr schwieriges Jahr für die Konferenzdolmetscherinnen und überhaupt eigentlich für jeden. Das Jahr begann im Prinzip wie immer. Der Kalender füllte sich schon ab Januar. Und dann kam Mitte März natürlich der sehr abrupte Stillstand. Die Absagen, Stornierungen kamen im Prinzip im Stundentakt. Da gab es zwar noch keine behördlichen Anordnungen, dass man nicht mehr zusammenkommen konnte, aber die AuftraggeberInnen haben dann doch in der Mehrzahl vorausschauend reagiert und erstmal alles abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Und das hat auch mit sich gebracht, dass sehr viele Mitarbeiter,
und MitarbeiterInnen dann ins Homeoffice geschickt wurden, sich wahrscheinlich dort auch erstmal zurechtfinden mussten, denn man hat ungefähr 6 Wochen lang so gut wie gar nichts gehört von den Kundinnen und Kunden. Und ich persönlich hatte das Gefühl, es ist wohl besser, man wartet erstmal und schaut, wohin die Reise denn geht. Ja, und in meinem eigenen persönlichen Fall habe ich nach einer gewissen Erholungszeit angefangen, gemeinsam mit Kolleginnen, unter anderem in diesem angesprochenen Netzwerk, was wir gegründet haben, angefangen einfach zu schauen, was gibt es für Lösungen, die wir, wenn die Anfragen wieder kommen, unseren Kunden wieder anbieten zu können. Und glücklicherweise war ich schon eine ganze Weile mit dem Thema beschäftigt, RSI, über die Arbeit für die AG. Und so war ich nicht ganz so ahnungslos, was auf dem Markt für Lösungen vorhanden waren. Und diese aktive Beschäftigung mit dem Thema war dann auch sehr, sehr nützlich. Wie nützlich, das wird sich im Verlauf des Vortrags gleich noch zeigen. An der Stelle lohnt sich vielleicht ein kurzer Blick zurück auf die Entwicklung des Marktes für simultanes Ferndolmetschen. Die Idee an sich, DolmetscherInnen oder vielleicht ihre Stimme, ihre Leistung virtuell, also aus der Ferne anzubieten, die ist tatsächlich nicht neu. Begonnen hat das auf Märkten, die von großer geografischer Distanz geprägt sind, also vornehmlich Nordamerika. Und man sah es und sieht es immer noch in Bereichen, die aus dem sogenannten Community-Dolmetschen kommen, also zu Deutsch Dolmetschen im Gemeinwesen, in juristischen Kontexten, in medizinischen Kontexten, also Arztbesuch, Besuche im Gefängnis, Zeugenbefragungen und so weiter. Und das ist bis heute der Fall. Und bis vor kurzem und auch immer noch wird da vornehmlich konsekutiv gearbeitet, also in einer Form, die man vielleicht mit dem Gesprächsdolmetschen, das Sie sicherlich kennen, auch zu vergleichen ist. Und erst später wurde dieses Spektrum um simultan Dolmetschen erweitert. Andrea Beuer hat eben gesagt, ungefähr um 2016 wurde die AG RSI gegründet durch den VKD. Das ist auch meine Erinnerung, dass es 2016 war. Und das Erste, was wir versucht haben zu machen, ist, die Anbieter der Lösungen für RSI, also Simultandolmetschen, zu zählen. Und wir kamen zu dem Zeitpunkt auf ungefähr 50 bis 60 Anbieter. Und die Lösungen, die die mitgebracht haben, soweit wir das erkennen konnten aus den Webseiten, waren unausgereift, würde ich sagen. Die Unternehmen waren sehr gut in Sachen IT, hatten aber in aller Regel von unserem Beruf, von der Rolle des Dolmetschers, so gut wie gar keine Ahnung. Und im Laufe der Zeit muss einigen klar geworden sein, dass das simultane Dolmetschen dann doch technisch deutlich anspruchsvoller ist zu bewerkstelligen als konsekutiv und damit dann auch teurer in der technischen Entwicklung. Und wir haben festgestellt, dass sich der Markt konsolidiert hat. Und in dem Moment, wo die Pandemie dann ausbrach im März 2020, gab es allenfalls zwischen 5 und 10 ernstzunehmende Anbieter, die dann noch auf dem Markt waren. Und das waren dann auch diejenigen, die ich zusammen mit den Kolleginnen getestet habe während der Zeit, wo wir so gut wie gar nichts zu tun hatten. Denn wir wollten schauen, was können diese Lösungen, was wird versprochen und vor allem, was wird gehalten. Denn das passt nicht immer überein. Und so waren, glaube ich, diejenigen Kolleginnen, die die Zeit genutzt haben, sich da schlau zu machen, tatsächlich besser aufgestellt, als dann die Anfragen wieder kamen im Mai oder im Juni. Einigermaßen gut aufgestellt, und das sage ich absichtlich so, weil in dem Moment eigentlich auch die Kundinnen nicht wirklich wussten, was sie ihren Teilnehmern, was sie ihren Zuhörern anbieten konnten, was überhaupt geht. Das heißt, man musste die Formate, die Settings, die Lösungen eigentlich sehr eng miteinander abstimmen. Und je besser man sich als beratender Dolmetscher dann auskannte mit den Lösungen, desto eher konnte man dann auch die Interessen der Dolmetscher berücksichtigen. Und wir waren vor allem dann auch nicht darauf angewiesen, dass die Agenturen uns Aufträge angeboten haben, sondern wir konnten sehr proaktiv dann auch auf die Kunden zugehen.
Ja, in der ersten Zeit gab es natürlich auch keine größeren Konferenzen. Die sind bis heute tatsächlich verschwunden. Es waren reine Arbeitssitzungen, Besprechungen von laufenden Projekten zum Beispiel. Man war, glaube ich, einfach auch froh, kundenseitig, dass man sich in kleinen Kreis austauschen konnte, mehrsprachig. Und die Beratungsaufgabe, die war nicht gerade einfach, denn obwohl wir als DolmetscherInnen wussten, was wir für unsere Arbeit brauchten, passte das nicht immer mit dem zusammen, was die Kunden sich so vorgestellt haben. Man musste sich also, wie gesagt, sehr eng abstimmen und für jedes Format, jede Größenordnung der Veranstaltung eine neue Lösung entwickeln. Und ich habe jetzt in der Vergangenheitsform gesprochen, aber eigentlich hätte ich das auch in der Gegenwartsform formulieren können, denn die Aufgabe bleibt bis heute eine ziemliche Herausforderung. Es ist sehr aufwendig und da ist man natürlich froh, wenn man zu den Verbänden einen guten Draht hat und schauen kann, was die für Orientierung bieten. Und das bringt mich dann auch zu der Rolle der Verbände bei dem Thema. Und wenn ich jetzt sage Verbände, dann meine ich erstmal natürlich eher den deutschen Markt, weil der uns hier als in Deutschland ansässige DolmetscherInnen und Dolmetscher betrifft. Also der Verband der Konferenzdolmetscher, VKD, und der deutsche Teil, die deutsche Region des internationalen Dolmetscherverbandes AIK. Die sind natürlich bei allen berufsbezogenen Themen die Anlaufstelle schlechthin. Sie beraten zu Berufsethik, Ausbildung, Qualitätsstandards, beruflicher Wohnsitz, um nur einige zu nennen. RSI allerdings hat aber auch die Verbände ziemlich kalt erwischt. Und beide Verbände, um jetzt bei dem deutschen Kontext zu bleiben, tun sich im Bereich RSI noch ein bisschen schwer. Und was ich damit meine, erkläre ich gleich. Aus meiner Sicht sind wir auch 2021 leider immer noch in einer sehr außergewöhnlichen Situation. Wir können immer nur noch Veranstaltungen sehr, sehr eingeschränkt bedienen. Und alle Lösungen, die wir jetzt noch für diese Veranstaltungen finden, spiegeln eben diese Ausnahmesituation auch wider. Mit anderen Worten, es geht vielfach nicht anders als so, wie wir im Moment arbeiten müssen. Sprich, alle TeilnehmerInnen und alle DolmetscherInnen getrennt voneinander, alle online, allerhöchstens vielleicht gelegentlich in einem sogenannten hybriden Setting, bei dem einige Teilnehmer an einem Ort natürlich distanziert zusammen sind, aber der Großteil der Teilnehmer wird an den eigenen Rechnern sitzen, entweder zu Hause oder in den Büros. Präsenz ist aktuell, wie Sie bestimmt wissen, so gut wie überhaupt nicht möglich. Ja, und wo fügen sich denn jetzt die DolmetscherInnen ein? Denn die Rolle des Dolmetschers, der Dolmetscherin hat sich durch die Pandemie nicht verändert. Wir sorgen immer noch für die mehrsprachige Kommunikation. Wir schauen zu, dass sich die Teilnehmer möglichst nahtlos verstehen. Das ist schon immer so gewesen und hat sich nicht geändert aus meiner Sicht. Aber was brauchen wir dafür? Auch daran hat sich eigentlich nichts geändert. Wir brauchen auch im virtuellen Raum einen möglichst guten Ton. Wir brauchen einen Blick auf das, was passiert, auch im virtuellen Konferenzraum. Und natürlich bleibt Dolmetschen auch immer noch Teamarbeit. Das heißt, die Teams oder mindestens die Kabinen müssen zusammenarbeiten können. Mit anderen Worten, wir brauchen weiterhin eine ideale Arbeitsumgebung, die uns die Möglichkeit bietet, diese anspruchsvolle und schwierige Leistung ausführen zu können, ohne dass wir dabei auch gesundheitlichen Schaden nehmen. Und hier zeigen sich dann auch bis heute die größten Schwachstellen von RSI. Die Technik ist aus meiner Sicht auch dieses Jahr 2021 noch lange nicht so weit, um ein optimales Erlebnis, wie eben beschrieben, zu bieten. Da gibt es viele neuralgische Punkte. Bandbreite und Ausstattung mit Headset und Kamera sind da nur die wenigsten. Und darunter leiden sowohl Audioqualität als auch Videoqualität. Und das Thema Teamarbeit, also Zusammenarbeit, hängt maßgeblich davon ab, ob es möglich ist, ob es auch durchsetzbar ist beim Kunden, dass die Teams zusammenarbeiten können. Wenn auch aus Gründen des
Infektionsschutz ist derzeit nicht in der gleichen Kabine, aber doch gemeinsam an einem Ort, an einem sogenannten Hub oder Studio. Da gibt es die Möglichkeit, wie wir gleich hören werden, zentral bei einem Technikanbieter zu arbeiten oder in einem temporär aufgestellten Hub beim Kunden. Und ich habe Ihnen heute ein paar Bilder mitgebracht, damit Sie sich vorstellen können, wie so etwas aussieht. Hier haben wir eine Remote-Konstellation, die tatsächlich aus Prä-Corona-Zeiten stammt. Wir sind hier in einem Nebenraum. Im Prinzip ist das wie eine überdimensionierte Kabine. Sie sehen links im Bild einen sehr großen Schreibtisch, oder es sind, glaube ich, sogar zwei, die zusammengeschoben sind. Wir sind hier dann auf Abstand, praktischerweise auch für die jetzige Zeit, mit Blick auf das Geschehen. Hier über die Bildschirme in der Mitte erscheinen dann die Folien. Es gibt zwei Konsolen. Da arbeitet man ganz angenehm. Und rechts ist eigentlich auch eine ganz ähnliche Konstellation. Hier kommt das Bild über eine geführte Kamera, beziehungsweise ich glaube, die war nicht geführt, aber das Bild wird projiziert auf eine Leinwand. Das heißt, man hat auch durch diese Projektion ein eigentlich ganz gutes Raumgefühl. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, die ich eben beschrieben habe, ist das temporäre Hub beim Kunden. Hier handelt es sich um ein großes Unternehmen, das einen europäischen Betriebsrat hat mit insgesamt 10 Sprachen, also 20 Dolmetscher, 20 Kabinen, die alle in einem sehr großen Veranstaltungsraum hier beim Kunden zusammengearbeitet haben, jeder in der eigenen Kabine. Und diese Kabinenanordnung stand dann 4 Tage lang in diesem Raum und wurde dann abgebaut nach Beendigung der Veranstaltung. Das war für die Zusammenarbeit des Teams die optimale Lösung aus meiner Sicht. Ja, und der Vollständigkeit halber sollte ich erwähnen, dass es natürlich auch möglich ist, aus dem eigenen Büro oder meinetwegen vom Küchentisch aus zu arbeiten. Die Frage ist hier, ob man eine Arbeitsumgebung damit herstellen kann, die eben erwähnte professionelle Leistung überhaupt möglich macht. Und das ist keine triviale Überlegung. Das Bild hier stammt tatsächlich aus meinem Büro. Das war das erste und einzige Mal, dass ich von zu Hause aus gearbeitet habe, Mitte April, mitten im Lockdown, keine andere Möglichkeit. Die Erfahrung war jetzt auch nicht so gut, dass ich sage, das möchte ich unbedingt nochmal so machen. Und die Gründe dafür kann ich gleich hinterher liefern. Es gibt diverse Herausforderungen bei RSI. Diese Liste ist auch etwas länger, deshalb Folie 1 von 2. Das fängt dabei an, ob Sie sicherstellen können, dass die Umgebung geräuschlos genug ist. Sprich, sind die Ablenkungen, die es da gibt im eigenen Haus, überhaupt ausschaltbar? Kinder, Hunde, Klingel, Telefone, Ehepartner, wie auch immer, da gibt es eine ganze Menge. Reicht die Bandbreite des eigenen Internetanschlusses? Vielleicht sind da noch andere Nutzer, die gleichzeitig in einer Videokonferenz sind, was wiederum an der Bandbreite zieht. Wer haftet bei technischen Schwierigkeiten, wenn die Verdolmetschung unterbrochen wird oder vielleicht ganz unmöglich wird? Das muss geklärt sein. Die Zusammenarbeit mit der Co-Kabine, die ich eben angesprochen habe, ist dann auch ein Thema. Wenn man bei sich zu Hause ist, ist vielleicht die Co-Kabine ebenfalls dort im Raum? Geht das überhaupt? Ist der Raum groß genug? Was ist mit dem Infektionsschutz? Wenn nicht, ist das Team so gut eingespielt, dass man über einen separaten Kanal, ob das jetzt WhatsApp ist, eine Übergabe gestalten kann? Kann man sich wirklich sinnvollerweise auch helfen mit Zahlen, mit Terminologie? Sie kennen das, wie wichtig das ist. Und bietet die genutzte Plattform überhaupt die Möglichkeit, dass man der Co-Kabine zuhört und gleichzeitig dem Floor, damit man das Geschehen im Ohr hat und vielleicht helfen kann, wenn es Probleme gibt. Also die Liste ist lang, wie Sie sehen. Und hier geht sie weiter. Ist das Relais möglich? Das wäre zum Beispiel bei diesem europäischen Betriebsrat mit 10 Sprachen gar nicht gegangen, wären wir da nicht alle zusammen gewesen mit kompetenter technischer Unterstützung. Und schließlich stellt sich natürlich die Frage, was macht diese erhöhte kognitive Belastung mit der Qualität unserer Arbeit?
Und was macht das mit der Sichtbarkeit der Dolmetscher? Wir sind, wie eben erwähnt, aus meiner Sicht ein integraler Bestandteil des Geschehens. Und wenn wir eine Stimme aus dem Off sind, wenn wir nur mehr hörbar sind und nicht mehr sichtbar als Dienstleister, dann könnten wir vergessen werden. Das passiert sehr schnell. Wir werden vielleicht sogar aus Kundensicht austauschbar, wenn es wirklich nur noch die Stimme ist und noch nicht mal das Bild auf dem Bildschirm. Und ich frage mich manchmal, was das mit unserer Motivation macht, optimal zu arbeiten. Denn die soziale Kontrolle fehlt ein wenig, wenn man sich nicht als Teil eines Teams fühlen kann. Das sind jetzt nur einige der Aspekte, von denen man sagen muss, dass auch die Verbände darauf noch keine abschließende Antwort gefunden haben, obwohl sie und auch die Mitglieder natürlich sich ganz viele Gedanken dazu machen. Wir sind immer noch, wie ich erwähnt habe, mitten in einer Ausnahmesituation, in der jede Anfrage eigentlich komplett neu bewertet werden muss. Es wird sich sicherlich einmal irgendwann zeigen, welche Settings sich als brauchbar erweisen. Damit meine ich, dass unsere Leistung nicht leidet und dass die Teamarbeit gewährleistet bleibt. Und es ist schwierig, im Moment Leitlinien vorzugeben seitens der Verbände, die all diesen Aspekten genügen, weil dafür haben wir einfach alle noch nicht genug Erfahrung gesammelt. Es wurde recht wenig gearbeitet in 2020 und wie dieses Jahr weitergeht, das weiß auch noch keiner. Das heißt, wir sind alle noch in der Findungsphase. Und auch die EU-Institutionen sind im Übrigen immer noch in der Findungsphase. Da wird auch ganz viel diskutiert, viel analysiert, was passt nicht. Auch die Debatten da haben wir mit im Blick. Und über die Normung, bei Normung eigentlich auch ein Thema für einen ganz separaten Vortrag wäre, da wird es mittel- und langfristig irgendwann mal Standards geben. Da wird im Moment ganz viel diskutiert darüber. Das ist allerdings ein sehr langwieriger Prozess. Und momentan erfüllt keine der Lösungen, die es heute gibt, die Standards, die wir heute schon haben. Es gibt allerdings einen Punkt, bei dem sich mindestens die beiden in Deutschland vertretenen Verbände einig sein dürften. Und das ist dieses Alleinearbeiten bzw. von zu Hause aus arbeiten. Das sollte immer die Ultima Ratio bleiben. In der AIC wird das in extremis genannt und das bedeutet im Deutsch übersetzt, man sollte das wirklich nur dann tun, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt. Also kein Hub, keine Kabinen beim Kunden, man muss zu Hause bleiben. Und die Verbände haben dabei durchaus auch die Pragmatik im Blick. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann ist es besser, man macht es von zu Hause aus als gar nicht. Aber die Ansage ist trotzdem klar, das Arbeiten von zu Hause aus ist zu vermeiden, wenn es gar nicht anders geht. Und das hat neben Haftungen, technischen Unwägbarkeiten dann auch mindestens einen triftigen Grund. Nämlich, dass die Zusammenarbeit schlichtweg nicht gewährleistet sein kann. Und da bleibt eigentlich in der aktuellen Situation nur die Arbeit aus dem Hub. Ich zeige Ihnen hier noch einmal das Bild von vorhin. Da gibt es, wie erwähnt, zwei Möglichkeiten. Entweder das Team fährt in ein hier gezeigtes temporär aufgestelltes Hub beim Kunden oder man kann zu einem fest installierten stationären Hub bei einem Technikanbieter fahren. In beiden Fällen hat man eine kompetente Betreuung durch technisches Personal und hat im Prinzip die gewohnte Arbeitsumgebung. Man hat eine Kabine, man hat über einen Bildschirm einen guten Blick auf das Geschehen und man hat eine Konsole, ganz wichtig. Und damit kann man natürlich auch die Kollegen hören und da ist dann auch das Relais geben und Relais nehmen möglich. Und in Deutschland sind wir in der sehr glücklichen Lage, dass wir relativ gut bestückt sind mit Hubs. Das ist nicht in allen Ländern der Fall. Wir sind da wirklich sehr froh drüber. Einer der Anbieter ist ja PCS. Christoph Körner gibt uns gleich einen schönen Einblick in eines der PCS-Hubs in Berlin. Das sehen Sie dann gleich. Es bleibt dann noch die Frage zur Zukunft. Das interessiert Sie als angehende DolmetscherInnen bestimmt sehr. Auch hierzu haben die Verbände keine passende Aussage. Und das verwundert wenig, denn wir haben alle keine Kristallkugel. Wir wissen noch nicht mal, wie es mit diesem Jahr weitergeht. Ich glaube, das Einzige, worauf sich die Dolmetscher-Community einigen kann,
ist, dass RSI in irgendeiner Form eine Teil unserer Arbeitswirklichkeit bleibt. Das Wie und wie viel, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Meine persönliche Meinung ist, dass RSI tatsächlich bleibt, aber die Präsenzveranstaltungen, die werden mit Sicherheit wiederkehren. Und das entnehme ich den Äußerungen so vieler Teilnehmer und Kundinnen, die immer wieder sagen, das Virtuelle ist toll, wir können unsere Arbeit weiterführen, das ist gut so, aber es ist einfach nicht dasselbe. Denn Präsenzveranstaltungen oder überhaupt eine Konferenz besteht aus sehr viel mehr als nur dem inhaltlichen Austausch. Aber das letzte Jahr hat auch den Kundinnen gezeigt, dass man für einen kurzen, zweistündigen Austausch auch nicht um die halbe Welt fliegen muss. Man kann viel bequemer und nicht zuletzt auch günstiger online miteinander kommunizieren, auch mit Dolmetschern. Und das ist tatsächlich auch gut so, nicht zuletzt aus ökologischer Perspektive. Das heißt, ich denke, wir werden perspektivisch drei unterschiedliche Settings erleben. Also reine Präsenzveranstaltungen, die kommen wieder, ohne RSI. Dann wird es Hybridveranstaltungen geben, wo viele Teilnehmer vor Ort sind, aber vielleicht der Teilnehmerkreis erweitert werden kann auf Teilnehmer in aller Welt, die vor ihren Rechnern nicht dabei sind, mit RSI im gewissen Umfang. Und rein virtuelle Veranstaltungen, wo alle inklusive der Dolmetscher an unterschiedlichen Standorten sind. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss auch diese zwei Folien aus dem Sommer 2018 nicht vorenthalten. Also lange vor Corona, da war ich eingeladen, als Referentin einen Vortrag zu halten über Geschäftsmodelle mit RSI. Wie gesagt, lange vor der Krise, da hat sich schon abgezeichnet, dass RSI ein Teil unserer Arbeitswirklichkeit wird. Wir konnten uns damals noch leisten, das Ganze nicht ganz ernst zu nehmen. Das war spätestens letztes Jahr dann vorbei. Und ich habe an diesen Folien überhaupt nichts verändert. Und ich habe sie mitgebracht, weil ich denke, dass diese neuen Formate, die man damals schon erkannt hat, dass die es jetzt gibt und dass es sie auch in Zukunft geben wird. Und das ist einfach von Relevanz, finde ich, für unsere Arbeit, für unsere Positionierung als Dolmetscher. Hier ein Überblick auch unverändert übernommen. Was wird leichter dank RSI? Ich bin kein Freund von RSI, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ich damals nicht, das bin ich bis heute nicht. Aber ich sollte so ein bisschen den Teufelsadvokaten spielen. Das heißt, ich habe die Vor- und Nachteile einfach mal in den Raum gestellt. Ob das jetzt alles so gekommen ist und so bleiben wird, das können Sie sich bei Gelegenheit mal durch den Kopf gehen lassen. Das wird sehr darauf ankommen, welche Kunden man hat, welches Sprachenprofil man hat, vielleicht auch welchen Standort man hat. Und nur um das Gleichgewicht noch herzustellen, im Backup habe ich zwei Folien mitgebracht mit den überwiegend negativen Aspekten von RSI, mit denen wir uns heute spätestens beschäftigen müssen. Und auch das können Sie sich dann bei Gelegenheit einfach mal ansehen. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten auf diese schöne neue Welt. Und als Dienstleister überlegen, ob wir diese Art der Leistungsbereitstellung, also nicht die Dienstleistung an sich, aber diese Form der Bereitstellung in unser Portfolio mit aufnehmen möchten. Denn ich finde, es ist eine ganz andere Art des Arbeitens und wir müssen, was Arbeitsumgebung und auch Honorarkalkulation betrifft, einen ganz neuen Weg überlegen. Ich sehe möglicherweise die Entwicklung eines Parallelmarktes, der möglicherweise komplementär ist zum klassischen Markt für Konferenzdolmetschen, aber vielleicht vertragen sich diese Märkte auch gar nicht. Vielleicht ist es nicht möglich, miteinander beide Märkte zu vereinen. Beispielsweise blockiert man sich vielleicht für eine einstündige, meinetwegen gut bezahlte Online-Sitzung den ganzen Tag, den man vielleicht in Präsenz zu guten, noch besseren Konditionen mit einem Team absolvieren könnte, wo man aber hinreisen muss und übernachten muss. Das heißt, der Zeitaufwand ist deutlich höher. Es kann sein, dass die kurze Sitzung remote rentabler ist. Man muss nicht aus dem Haus gehen, sie ist gut bezahlt, vielleicht ist auch der Vorbereitungsaufwand nicht ganz so groß, dass man vielleicht eher solche Sitzungen anbietet als alles andere. Da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen aus meiner Sicht. Das wird jeder für sich selber überlegen müssen, je nachdem, wie sich der Markt jetzt entwickelt, was für ein Sprachenprofil man hat, vielleicht eine kleinere Sprache, die auf dem klassischen Konferenzmarkt ohnehin nicht besonders präsent ist,
vielleicht kommt einem das ja auch entgegen, dass man eben nicht reisen muss. Das ist also alles noch nicht ganz ausdiskutiert. Ich habe also jetzt relativ viele Aspekte angeschnitten und auf diese sollten wir als DienstleisterInnen, aber auch als Verbände eine Antwort finden, sodass der Beruf attraktiv bleibt, denn das ist er aus meiner Sicht weiterhin. Wir wollen aber nicht, dass die Leistung kommodifiziert wird. Wir wollen diese Leistung nicht verramscht sehen. Wir wollen nicht die Stimme aus dem Off sein. Und wir wollen einfach Sichtbarkeit und gute Arbeitsbedingungen erhalten. Denn die Leistung ist weiterhin sehr spezialisiert und auch sehr nachgefragt. Das muss man sagen. Die Verbände haben in Zusammenarbeit mit den Referaten, mit den Arbeitsgruppen im Laufe auch des letzten Jahres vor allem viele Ressourcen entwickelt, die den Mitgliedern eine Orientierung bieten können bei der Beratung ihrer eigenen Kunden. Darunter zum Beispiel Tipps zur Gestaltung einer erfolgreichen virtuellen Konferenz. Schauen Sie einfach mal auf die Webseiten der Verbände, wenn Sie Interesse haben. Die sind da alle hinterlegt. Und es finden natürlich auch regelmäßig Austausche unter Mitgliedern statt, wie man mit der Situation konstruktiv umgeht und wie wir vor allem unsere Gesundheit schützen können. Hörgesundheit zum Beispiel, ganz wichtiges Thema für uns alle. Es wird vielleicht noch mal etwas plastischer zu erläutern, warum eine offizielle Positionierung zur RSI so schwer fällt. Wenn Sie sich, wie gesagt, die zwei letzten Folien noch mal angucken, die ich zur Verfügung gestellt habe. Es ist einfach schwierig, da eine abschließende Leitlinie herauszugeben. Ich denke, dass das Jahr 2021 wird es zeigen, wohin die Reise geht. Dann komme ich zum Schluss. Ich finde, wir sind durch die Corona-Krise so weit möglich zu Gestaltern unseres eigenen Schicksals geworden. Das bedeutet natürlich, dass man sich sehr gut informieren muss, was gerade auf dem Markt passiert, was gut läuft, was nicht so gut läuft und wie man kompetent berät. Ich finde, wir haben es in der Hand, wenn wir es wollen, uns da kompetent als Partner der AuftraggeberInnen zu positionieren. Wir müssen das Feld nicht Vermittlern und Agenturen überlassen. Die sind in vielen Fällen auch nicht so kompetent wie wir, weil sie die Recherchekompetenz nicht haben. Und sie haben Professionalisierungskurse, wie ich weiß, und werden da mit Sicherheit auch viel darüber hören, dass Direktkundenakquise sehr, sehr wichtig ist und dass sie so, wenn sie Herrin, Herr des Geschehens bleiben, die Möglichkeit haben, ihre Laufbahn, ihre berufliche Existenz deutlich besser zu gestalten in ihrem Sinne. Und deswegen würde ich Ihnen, so Sie denn Nachwuchsdolmetscher sind, empfehlen, schließen Sie sich einem Verband an, sobald Sie fertig sind. Suchen Sie sich einen Mentor oder eine Mentorin mit Erfahrung in diesem Gebiet und tauschen Sie sich ganz viel mit Kolleginnen und Kollegen aus, denn ich denke, dass das eine herausfordernde Situation ist, die bleibt. Und nur wenn wir gemeinsam daran arbeiten, kommen wir da auch gut raus. Gut, das wäre dann mein Vortrag. Ich übergebe, denke ich, direkt an Christoph Körner, bevor wir dann in die Fragerunde gehen. Vielen Dank erstmal. Ja, Frau, das war ja schon wahnsinnig interessant von Ihrer Seite, der Vortrag. Es sind tatsächlich auch Schnittpunkte aufgetreten. Sie hatten ja auch schon sehr schön dargestellt, wie die für Meister verändert hat, welche Möglichkeiten dort ergeben haben und jetzt gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie wir uns diese aufgestellt haben, wo sie möglich. Darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Die Verbindung bei mir ist jetzt gerade relativ lückenhaft. Ist das bei den anderen auch oder liegt das an meiner Verbindung? Die Technik sagt auch gerade bei uns auch. Darf ich vorschlagen, dass Sie einmal kurz aus der Konferenz rausgehen und wieder reinkommen? Sekunde, ja, mache ich.
Und damit haben wir schon bewiesen, warum dieses Format nicht immer ideal ist. Aus der Freitagskonferenz hätte es wenig gebracht, wenn er tatsächlich aus dem Raum rausgegangen wäre und wieder reingekommen wäre. Ich glaube nicht, dass das irgendwas an der Qualität geändert hätte. Aber an diesem Format haben wir alle schon an verschiedenen Punkten zu knabbern gehabt. So, ich sehe, er ist wieder da. Genau, wir haben im Chat auch die Rückmeldung, dass es ansonsten auch teilweise etwas schwierig war. Eventuell könnte man noch probieren, das Kamerabild auszuschalten. Ich mache ihn jetzt gleich mal wieder zum Moderator und dann auch direkt zum Präsentator. Stimmt, ohne Bild wird das mit der Hubführung nicht wirklich funktionieren. So, dann habe ich Sie jetzt zum Präsentator und zum Moderator und zu allen anderen Autoren gemacht, die ich konnte. Probieren wir es doch nochmal. Also ich habe erstmal zum Verständnis das, was man nämlich eigentlich nicht machen sollte, nämlich das WLAN angeschalten. Ich nachher mit meinem Gerät hier durch das Studio einmal durchlaufen. Ich bin jetzt wieder auf der Ich hoffe, dass die Verbindung jetzt besser ist. Es ist ein wenig schwierig, aber wir versuchen es einfach mal. Wir gucken mal, wie es ist. Ich gucke gerade mal, was die Techniker sagen, ist auch da keine gute Verbindung. Wir können es jetzt, glaube ich, nicht wirklich ändern, sondern müssen einfach schauen, dass wir das Beste draus machen. Würde den Dolmetschern in den Kabinen dann empfehlen, wirklich sehr kurzzeitig zu wechseln. Jetzt habe ich keinen Ton. Aber die Präsentation hatte ich gesehen. Jetzt ist sie wieder weg. In der Konferenz, wird uns aber als weiß angezeigt. Insofern scheint es da irgendwelche grundlegenden Verbindungsprobleme zu geben. Dann atmen wir einfach mal alle zwischendrin gut durch, erholen uns als Dolmetscher in den Kabinen vielleicht einmal ganz kurz und warten. Jetzt ist er zumindest wieder. Ja, ich mache ihn jetzt mal wieder zum Präsentator und zum Moderator. In der Hoffnung, dass es diesmal vielleicht funktionieren möge. Gut, während wir darauf warten, dass Herr Körner wieder kommt, darf ich erstmal vielleicht in dieser Zeit, die wir haben, dir, Karin, ganz herzlich danken für den Vortrag, der, glaube ich, sehr, sehr interessant ist für alle, die in dem Bereich tätig sind und die oder tätig sein wollen, für unsere Studierenden dann eben auch. Denn wir gehen in einen Markt hinein, der doch sehr anders aussieht, als er das vor 15 Jahren noch getan hat. Und in dem andere und neue Dinge möglich sind. Und deswegen hat es mich gefreut, dass du beide Seiten beleuchtet hast. Auf der einen Seite gesagt hast, das kann auch durchaus seine Vorteile haben. Aber hier sind eben auch ganz klar die Risiken, über die man ansonsten vielleicht nicht so nachdenken würde. Und da stehen Haftungsfragen, Abhörsicherheit und solche Dinge bei mir durchaus sehr, sehr weit oben auf der Liste.
So, Herr Körner, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind wieder drin? Ja, ich habe die WLAN-Verbindung jetzt komplett ausgeschalten. Jetzt könnte es hoffentlich sein. Jetzt war es ja, eben okay. Sehr gut. Probieren wir es mal. Ja, sehr schön. Das Problem ist, dass ich jetzt mit meinem Gerät nicht mehr wirklich von meinem Platz wegkomme. Das war ja eigentlich der Plan, den habe ich zu zeigen. Ich glaube, da werde ich dann nachher nochmal rausgehen und versuchen nochmal über WLAN verbinden, eventuell dann während des Q&A, dass ich dann diese Führung da einmal noch nachschieben kann, sozusagen. Gut, Sie müssen jetzt dann, auch Präsentator sein, also Sie können im Prinzip auch schauen, dass Sie Ihre Präsentation dann teilen können. Wunderbar. Da ist sie. So dann, ich fange einfach jetzt noch an. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich vor Borg im Vortrag. Das war also sehr interessant zu sehen, wie Sie durch die Krise gekommen sind und wie sich das für Sie als Dolmetscher anfühlt oder anfühlte. Es ist ja leider auch immer noch nicht vorbei. Nochmal ganz kurz zu meiner Person. Dann fangen wir kurz rein. Ich habe als Bachelor of Arts Audioproduktion studiert in London und war danach für Jahre Konferenztechniker, insbesondere Konferenztechniker auch für verdolmetschte Sessions und habe dabei also sehr viel vom Grund auf sozusagen das Verständnis entwickelt für diese Art von Konferenzen und bin dann jetzt seit 2018 bei PCS als Manager tätig. Das zu mir. Ich darf auch die Firma ganz kurz vorstellen. PCS-Konferenztechnik.de gibt es also schon seit einigen Jahren. Gründung war 1995 durch uns Jörg Peschka und Dirk Neumann. Wir betreiben vier Standorte. An vier Standorten gibt es jetzt auch Studios. Wir sagen Studios. Es gibt auch die Bezeichnung Hub, die ist gängiger. Uns ist das aber ein Ausdruck von Comfort irgendwie, dass wir uns da zu dem Begriff Studio entschieden haben. Es gibt also ein Studio in Berlin, also in Berlin gibt es drei Studios, in München haben wir in Düsseldorf zwei und in Heilbronn auch eins. Und die Geschäftsbereiche schon seit der Begründung sind Vermietung, Vertrieb, Installation und Service. Ich arbeite in der Vermietung und da vermieten wir verschiedenes Equipment. Das reicht also von der, sage ich jetzt mal, Personenführungsanlage bis hin zu vorausgestatteten Konferenzen. Und in der neuen, sage ich mal, in der Corona-Krisenzeit hat sich es also vermehrt, auch Richtung Videokonferenzen, hybride Events, Streaming und Remote Interpreting entwickelt. Da sind wir auch schon so ein ganz kleines Stückchen stolz drauf, dass wir da so schnell uns entwickeln konnten. Ja, wir sind also nicht das ultra große Unternehmen. Wir sind da sehr flexibel gewesen und konnten uns schnell auf die neue Situation einstellen. Das ist die eine Grundlage. Und die zweite Grundlage ist, dass Remote bei uns tatsächlich auch nicht ist. Frau Walker hatte das auch kurz angemerkt, dass das also auch schon vorher dass auch Bestrebungen gab, sich dort zu positionieren. Das war nicht immer ganz rentabel, weil dort auch einige Faktoren eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel die Videobildaufnahme, die normalerweise bei Konferenzen nicht standardmäßig mit integriert ist. Und daher war dieser Part eigentlich immer als Zusatzleistung dann zu verrechnen und das ging dann nicht auf. Wir haben es dann trotzdem dazu entschieden, dazumal schon auszustatten. Das fing an mit Remote-Kameratechnik. Seit 2010 sind wir da also professionell auch unterwegs. Da gibt es Systeme, die dann, sage ich jetzt mal, für gute Bildübertragung während einer Konferenz sorgen, ohne dass der ganz große Aufwand betrieben werden muss, wo also auch automatisierte Systeme zum Einsatz kommen. Und seit 2014 beschäftigen wir uns mit Remote-Dolmetscher-Technik. Das fing eigentlich an und das haben wir auch jahrelang betrieben, dass die Dolmetscherkabinen während einer großen Konferenz ganz einfach in den Nebenraum verlegt wurden. Das Prinzip ist das gleiche, man baut Kabinen auf im Nachbarraum, legt dort eine Leitung und überträgt
das Bild, das produzierte Bild in einen, auf einen Bildschirm und dann kann die Verdolmetschung starten. Und genau das ist eigentlich das Prinzip von Remote Interpreting aus einem Studio, nur dass diese Leitung jetzt nicht mehr hart zwischen zwei Räumen liegt, sondern Internet dafür verwendet. Wie hat sich das Jahr 2020 für uns geschaltet? Wie gerade ist RSI für uns eigentlich nichts Neues. Die Pläne waren in der Schublade. Wir waren also sehr schnell bei der Entwicklung, hatten bereits im April 2020 unseren ersten Tag des offenen Dolmetscherstudios. So haben wir das damals genannt. Die Dolmetscher waren sehr glücklich und eine Dolmetscherin glücklich darüber, dass sie da auch relativ früh schon Tuchfühlungen aufnehmen konnten. Wir haben also einen Teil der Dolmetscherinnen hier vor Ort eingeladen. Die konnten sich also wirklich dann an die Konsole setzen und einmal losarbeiten, auch ihre Eindrücke entsprechend schildern und viele Dolmetscherinnen hatten sich dann auch aus der Ferne zugeschaltet, Fragen gestellt. Da ging es auch dann gleich am Anfang natürlich um die große Preisfrage, wie wird das alles verrechnet, und da haben wir schon sehr viel geleistet, glaube ich, auch was die Entwicklung von diesem Produkt anging. Und seit Mai 2020 machen wir also regelmäßige Veranstaltungen und sind quasi in einer guten Auslastung hier auch mit unseren Studios. Ich hatte mit Frau Boyer zu Beginn besprochen, dass ich auf so ein paar Themen, die uns jetzt auch als Studio ausschreibt oder ausstattet, das sind also die Vorteile, die wir für uns als Dienstleister sehen. Der erste große Vorteil gegenüber der RSI-Variante aus dem Homeoffice heraus ist der Techniker, der vor Ort ist. Aus unserer Sicht ist das der Hauptpunkt. Das ist ja eigentlich auch Usus bei großen Konferenzen, dass es dort also einen eigenen Techniker gibt, der nur dafür abgestellt ist, um die Kommunikation mit den Dolmetscherinnen zu gewährleisten. Da geht es also um Handzeichen, da geht es um mal kurz an die Kabinenwand klopfen und sagen, hier ist irgendwas, oder sei es einfach nur darum, sich wohlzufühlen, ja, also auch der soziale Austausch, der von Frau Walker schon angebracht wurde, dass der vonstatten ist, dass man sich einfach wahrgenommen fühlt und einen Ansprechpartner hat. Ja, also diesen Techniker, wie gesagt, den haben wir dann auch bei uns zentral im Dolmetscherstudio sitzen. Das ist also ein Kollege, wie man ihn kennt, mit ganz viel Computern und ganz viel also Mischpulten und so weiter, der sich auskennt und der dort also viel Leistung vollbringt, nämlich Leistung dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin abnimmt. Denn das, was im Homeoffice halt häufig der Fall ist, das hatte ja Frau Walker auch schon deutlich gemacht, ist, dass die kognitive Belastung deutlich höher ist. Und das liegt eben daran, dass man sich um Sachen kümmern muss, die manchmal sogar außerhalb der Kontrolle sind oder die halt einfach anstrengend sind. Und diese Leistung, die nimmt der Techniker vor Ort. Und des Weiteren bieten wir hier eine gesicherte Internetleitung. Das ist natürlich so, dass wir haben jetzt gerade eben schon gemerkt, die WLAN-Verbindung ist kritisch zu betrachten immer. Selbst wenn man jetzt zu Hause, und ich habe da auch schon mit vielen Dolmetscherinnen drüber geredet, sich dann zwei oder drei Internetleitungen zusammenlegt und dann dort arbeitet, kann das immer passieren, dass am Haus irgendwas gemacht wird, dass also man hat einfach nicht die volle Rolle, und wir haben hier den vollen Fokus darauf. Also unser täglich Brot ist es, zu checken, dass diese Internetleitung stabil ist und dass auch an der nichts verändert wird. Ja, also dass die Maintenance sozusagen dahinter ist für uns wichtig. Wir haben also auch mehrere Leitungen hier anliegen, Glasfaser, Kabel, DSL und noch Funk dazu, und das wird alles gemerged und dann bereitgestellt. Also da ist ein hohes Augenmerk drauf. Dann verwenden wir hier natürlich professionelle Hardware. Hardware ist auch ein generelles Thema. Viele Dolmetscherinnen müssen im Homeoffice auf softe Programme zurückgreifen. Das bedeutet, da wird dann entweder irgendwie mit der Maus geklickt oder wird auf dem Bildschirm herumgeklickt. Das hat einen wesentlichen Nachteil, nämlich dass man immer hingucken muss, wenn man irgendwas macht. Das fällt bei einer professionellen Hardware weg. Das ist alles fühlbar und eben auch einfach in der Haptik, auch so, dass
Also sage ich jetzt mal, dass man, selbst wenn man die Konsole nicht kennt, sie sofort bedienen kann. Und diese Technik haben wir hier im Einsatz. Und was wir auch machen, was wir auch relativ früh erkannt haben, ist der Event-Koordinator, so haben wir das genannt. Da gibt es auch andere Begrifflichkeiten für. Im Prinzip geht es um eine Person, die sich in der virtuellen Umgebung sehr gut auskennt, die alle möglichen und unmöglichen Situationen vorhersieht und dann entsprechend brieft. Ja, also da geht es um den sogenannten Test-Call. Der wird dann vereinbart mit den Kunden, wo man die verschiedenen Teilnehmer, die Referenten einmal zusammenlädt und wirklich einmal durchklopft. Funktioniert das alles? Das, was wir hier vor unserer Veranstaltung hier auch gemacht haben. Da musste also gerade zu Beginn der Krise erstmal auch so ein bisschen Awareness geschaffen. Das war nicht allen Kunden klar. Viele haben gesagt, aha, das mache ich schon so lange, das ist kein Problem. Dann überhaupt erstmal das Verständnis zu entwickeln, dass ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin ganz andere Befindlichkeiten hat. Das war vielen nicht klar und dafür haben wir dann auch gesorgt. Und da komme ich direkt zum nächsten Thema, nämlich Datenschutz, Internet, Haftung. Beim Thema Haftung, das war also auch ein ganz großes Thema während unseres Dolmetscher, also während des Tags des offenen Dolmetscherstudios. Wer übernimmt denn nun die Haftung im Falle dessen, dass was schiefläuft? Ja, also dass halt entweder eine Internetleitung nicht korrekt ist oder dass auch, es geht die Haftung ja auch in die andere Richtung, dass Teilnehmer nicht verständlich sind. Ne? Wer diese Haftung, und da haben wir uns auch dann erstmal beraten müssen, auch mal Rechtsanspruch, also Rechtshilfe in Anspruch nehmen müssen, um das zu klären und sind halt eben dazu gekommen oder dazu übergegangen, diese Haftung eben als Dienstleister. Das heißt, der Dolmetscher oder die Dolmetscherin muss sich, wenn sie sich in unsere Kabine setzt, keine Gedanken darüber machen, dass es in irgendeiner Form eine Haftung geltend gemacht wird. Dann zum Thema Datenschutz, das war natürlich auch ganz groß, haben wir einen eigenen Server in Betrieb genommen. Auf diesem Server läuft Zoom. Auf die verschiedenen Plattformen komme ich auch gleich noch zu sprechen. Der Serverstandort Deutschland hat einen großen Vorteil für den Kunden und der kann, also der sollte in den Vorabgesprächen auch unbedingt mit erwähnt werden. Der hat einen großen Vorteil, nämlich dass er DSGVO-konform ist. Das bedeutet, dass alle Datenschutzrichtlinien eingehalten werden können und diese sind dann auch von uns verbindlich übernommen. Also das wird festgelegt in einer sogenannten, in einem Auftrag zur Datenverarbeitung, den wir also mit unseren Subdienstleistern, mit unserem IT-Leister mit Zoom abgeschlossen haben, sodass halt wirklich von der Kette, vom Kunden über uns, über unseren IT-Dienstleister und mit der Plattform dann am Ende ein sauberer Datenschutz gewährleistet werden kann. Genau, dann die Einbindung von Plattformen. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, das Feld ist breit. Viele andere. Ich hatte das schon gesagt, unsere bevorzugte Plattform ist Zoom und das hat einen ganz einfachen Grund. Zoom ist dazu in der Lage, mehrere Sprachen gleichzeitig in eine Konferenz zu übertragen. Das heißt, das, was wir jetzt mit Big Blue Button machen, dass eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Konferenz nötig ist, um die Sprachen zu übertragen, das ist in Zoom eben nicht der Fall. Alle können in eine Konferenz rein und in dem Tool sozusagen die Sprache auswählen. Und das ist für den Benutzer natürlich ein großer Vorteil. Und dementsprechend gibt es die verschiedenen Plattformen mit einer unterschiedlichen Nutzerfreundlichkeit, was die Verdolmetschung angeht. Für den Dolmetscher allerdings, der oder die Dolmetscherin, die hier zu uns in das Studio kommt, gibt es keinen Unterschied. Die merken das gar nicht. Wir sorgen für den Anschluss an die verschiedenen Sitzungen, wir sorgen für die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur und für die Dolmetscherin ist es wirklich so, wie eigentlich das bei einer regulären Konferenz auch ist, mit dem kleinen Abstrich, dass natürlich man kein Live-Bild hat, sondern nur einen Bildschirm vor sich, aber die Ausgangssituation ist die gleiche. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Jetzt würde ich dann nochmal
diese WLAN-Verbindung versuchen aufzubauen und da würde ich dann nochmal mich dazuschalten. Und natürlich bin ich auch für die Q&A-Session dann gerne mit meinen Antworten zur Verfügung parat. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, dass wir den Livestream dann schon mal jetzt beenden. Falls jetzt schon Fragen kommen würden, dass die dann entsprechend nicht mehr im Video-Livestream laufen. So, vielen, vielen Dank.